Das neue Gesundheitszentrum am Flughafen ist eröffnet. Es ist in erster Linie als eine betriebliche Serviceeinrichtung für die am Flughafen arbeitenden Menschen gedacht und funktioniert vorerst nur per Mitgliedschaft. Über 22.000 Menschen arbeiten am Flughafen Schwechat. Für sie, aber auch für Menschen aus der Region bietet das neue Facharztzentrum künftig verschiedene medizinische Leistungen auf 1.200 Quadratmetern Fläche an. Am Flughafen gibt es damit eine völlig neue Form der Gesundheitseinrichtung. Von Vorteil sei es, dass sich die verschiedenen Fachrichtungen unter einem Dach befinden, sagte Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner. Denn nur gesunde Mitarbeiter sind leistungsfähig und leistungsorientiert. Aber hier soll vor allem nicht nur Versorgung, Gesundheitsversorgung angeboten werden, sondern natürlich auch Prävention, das heißt Vorsorge. Und je besser die Mitarbeiter gesundheitlich beisammen sind, umso motivierter und umso tollere Leistungen können sie erbringen. Und deswegen freut es mich, dass hier dieses Zentrum geschaffen worden ist, wo die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Ein Gesundheitszentrum, das vor allem allen Betrieben hier am Areal Flughafen Wien-Schwechat zur Verfügung steht. Flughafen Wien-Vorstandsdirektor Günter Ofner meinte, wir verstehen es als einen wesentlichen Beitrag des Arbeitgebers, diese neue Serviceleistung auf einem hohen Level hier am Flughafen anzubieten. Es ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort, 22.500 derzeit rund. Es ist für die gesamte Region, aber es ist für jedermann, der eben diese Leistungen nachfragen möchte. Und man kann sich auch hier gesundheitlich betreuen lassen, ohne Mitglied zu sein. Dann gelten halt die normalen Privattarife. Für die Ärzte ist es von Vorteil, dass eine große Organisationsstruktur im Zentrum zur Verfügung gestellt wird. Terminvergabe, Verrechnung und die grundlegende Organisation verlaufen zentral. Wir erwarten uns natürlich eine medizinische Leistung, die den Patienten zugutekommen, wo sie sich hier wohlfühlen. Genauso auch natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte, die wir als Kooperationspartner gewinnen konnten. Wir würden gerne den Mitarbeitern am Standort einen Gesundheitsanbieter offerieren wollen, der für sie funktioniert, damit sie nicht in ganz Österreich zu Terminen fahren müssen, Ärzte suchen müssen, dass sie alles unter einem Dach haben. Und wenn dieses Konzept funktioniert, dann glauben wir auch, dass die Patientinnen und Patienten selber kommen. Dementsprechend haben wir auch Unternehmensmitgliedschaften vorbereitet, wo die Unternehmen deren Mitarbeitern dieses Gesundheitszentrum zur Verfügung stellen können. Und wenn unsere Leistung passt, dann gehen wir davon aus, dass auch die Patientinnen und Patienten kommen werden. Ausgestattet ist das Health Center Vienna Airport mit hochwertigen medizinischen Geräten und modernster IT-Technologie. Die umfassenden medizinischen Leistungen stehen Kunden im Rahmen einer Mitgliedschaft zur Verfügung. Dabei erhält man unter anderem kurzfristige Facharzttermine zum Kassentarif. Hier soll es schon bald zu Änderungen kommen. Wir sind hier in Verhandlungen, auch was den Kassenvertrag betrifft. Ich glaube, dass hier die Sozialpartner, vor allem die Sozialversicherung, sich nach einigen Monaten überzeugen kann, wie es hier läuft und aufgrund dieses guten Laufs dann auch eine gute Entscheidung treffen kann. Das Health Center Vienna Airport, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für die Unternehmer, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich auch für die Ärzte, die hier optimale Bedingungen vorfinden. Unser Versprechen ist, dass es innerhalb einer Woche einen Facharzttermin gibt. Und jeder, der es in letzter Zeit versucht hat, wird wissen, wie schwierig das in der Praxis draußen ist, rasch einen Facharzttermin zu bekommen. Und das, glaube ich, ist ein besonders attraktives Angebot.